Nach 10.000 Jahren bin ich frei. Und mein Bruder hält mich immer noch für einen Bösewicht. Ich werde ihm zeigen, was in mir steckt. Ich beweise ihm, dass die Dämonen keine Macht über mich haben. Seid ihr da ganz sicher, Dämonenjäger? Seid ihr sicher, dass euer Wille euer eigener ist? Ihr stinkt nach Tod, Mensch. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Dann kommt. Ihr werdet sehen, wir sind einander ebenbürtig. Auf diese Weise könnten wir ewig weiterkämpfen. Was wollt ihr wirklich? Der Schreckenslord, der diese Armee der Untoten befehligt, wird Tichondrius genannt. Er besitzt ein mächtiges Hexenmeister-Artefakt, den Schädel des Gul'dan. Das ist für die Verderbnis in diesem Wald verantwortlich. Und ihr möchtet, dass ich es stehle. Warum? Sagen wir einfach, ich hege keine Sympathie für Tichondrius. Und der Herr, dem ich diene, wäre der Nutznießer des Untergangs der Legion. Warum sollte ich ein Wort von alledem glauben, kleiner Mensch? Mein Meister sieht alles, Dämonenjäger. Er weiß, dass ihr euer ganzes Leben lang nach Macht gestrebt habt. Nun ist sie euch zum Greifen nahe. Packt sie! Und um eure Feinde ist es geschehen! Hallo, hi, ich bin's, der Mjankroate, und wir sind jetzt mittlerweile im Kapitel 6 angekommen, der Nachtelfenkampagne. Und in der letzten Folge haben wir jetzt Illidan befreit, den krassen Helden von den Elfen. Der ist wirklich stark, auch im PvP, einfach mit dem Mana Burn und allem drum und dran. Das macht schon Spaß, den zu spielen, wenn man mit den Nachtelfen spielen kann. Ich muss immer wieder betonen, wie schlecht ich mit den Nachtelfen bin, weil ich einfach nur so ein Ork-Spieler bin. Ich bin so ein ganz trockener Ork-Spieler. Ja, heute sind wir jetzt im Kapitel 6 angekommen, wie schon erwähnt. Und zwar geht es hier um Schicksal in Flammen und Elend. Tief in den verderbten Wäldern von Fellwood brütet Illidan darüber, was er als nächstes tun soll. Ich bin gespannt. Ich sehe schon, ich habe wieder Quatsch gelabert. Es gibt den Krallendruiden und es gibt den Winddruiden, ne? Ah, ich bin ein Otto. So, auf jeden Fall die weite, weite Welt, Baum war. Das haben wir auch. Und dann müssen wir uns jetzt hier den Schädel holen. Wie fahren wir denn in der Mine? 18.000, okay. Alter, was die alles immer so nebenbei noch haben. Die Eulen sind stark, der Switchboard-Dings. Wie, jetzt sind nicht genügend Gold? Okay. Aber Holz müssen wir noch machen, weil Holz ist ziemlich teuer hier. Oh, wir können den sogar upgraden, den Baum, sich gerade. Ah, ich bin gerade überfordert, so viel zu machen. Wo fängt man hier am besten an? Auf jeden Fall noch ein Wasserbrunnen. Warum sind die so doof aufgestellt, die Brunnen? So einfach so random hingepackt, damit es einen tittischen Aspekt hat. Ah, warum? Warum macht man sowas? Verstehe es nicht. Keinen Schritt weiter, Schwächling. Lord Tichondrius hat uns befohlen, jeden zu töten, der hier einzudringen versucht. Und das werden wir dich anzusprechen. Mana Burn. Sind der Brunnen in der Nähe? Ich bin blind, nicht taub. Okay. Ist das alles? Schon wieder alle? Aber nicht wieder ein Brunnen da. Jetzt haben wir wieder genug. Dann können wir noch ein paar Huntress bauen. Die müssen sich auch da vorstellen. Archer brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil, wie gesagt, ich will jetzt eine Upgrade-Jägerhalle benötigt. Baum der Ewigkeit und Research for Ding. Ah, das ist, glaube ich. Ah, ja, okay. Ja. Mhm. Brauche ich gerade nicht, weil ich die nicht unbedingt bauen möchte. Die. Können die sich jetzt verwandeln in eine Bärenfarm? Natürlich. Was ist das? Verjüngung. Ach, Heilung. Ich bin wach. Ich bin wach. Die sind so krass. Bärenform und dann noch heilen. Hey, hey, hey. Göttin, erleuchte meine weite Welt.
Okay. Bin blind, nicht taub. Okay, wir haben verstanden. Ich werde ungeduldig. Mhm. Wir brauchen noch den Altar für Illidan. Machen wir den Baum mal dazwischen hin. So. Dann können wir den Baum auch aufpumpen hier. Pimp my ride. Okay. Sehr schön. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Na klar. Oh, Baum der Ewigkeit, den brauchen wir noch. Dann rennen wir mal los. Genug rumgegammelt hier. Der verdorbene Wald. Eine grüne Suppe. Hm. Sind Dämonen in der Nähe? Ihr wagt es, mich anzusprechen. Eine Mine mit Bogenschützen von Level 1 Kriegern beschützt. Lächerlich. Ich bin blind, nicht taub. Dann können wir doch hier gleich mal einen Mana-Trank. Perfekt. Dann können wir doch eigentlich ich werde ungeduldig. Gleich mal den sind Baum benutzen. Da ist, verseucht. Alle sind verseucht und da ist so ein Schlammmonster. Irgendwo höre ich noch was. Ach hier, das war ziemlich laut gerade gewesen. Ich werde ungeduldig. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Haben wir hier die Häuser kaputt. Schon angekommen? Sehr gut. Guter Tree. Hopp. Ich bin blind, nicht taub. Na, gibt's noch welche? Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ausbau, Bob. Wir leben um Zuschauer. Okay. Zack. Nochmal da eine Line und dann gehst du wieder zurück. Ich bin blind, nicht okay, taub. Keine Items für uns. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich werde ungeduldig. Mein Weg sind Dämonen in der Nähe. So läuft es doch ganz schön gut hier gerade. Ein Item, Handschuh der Hass, perfekt. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Wir kommen den ganzen. Oh. Wir kommen den ganzen schon ziemlich. Ganz schon näher, wie ich sehe. Unsere Krieger greifen den Feind an. Das ist so nah alles. Dabei ist es hier. Wow. Ah, wir kriegen halt mega auf den Sack. Nein. Warum kriegen wir gerade so auf den Sack? Oh Gott. Oh, was ist das für der. Wo ist denn der Imbertyp? Der macht denn so krasse Sachen? Okay, wir hauen mal hier ab. Wir haben gerade richtig auf den Sack gekriegt. Wir haben gerade richtig kassiert von dem. Oh Gott. Können wir jetzt immer noch nicht? Nee, der Baum ist noch nicht fertig, aber wir müssen Einheiten produzieren. Oh Mann. Oh euer Gott. Gebäude ist fertig. Okay, und dann brauchen wir hier noch Schutz. Nicht genügend Gold. Können wir das bauen? Nein, wir können gar nichts bauen. Ultra Vision. Okay, machen wir. Ja, du musst jetzt nicht komplett hier wegrennen, mein Freund. Aber ich hoffe, jetzt kommen die nicht ein, sonst sind wir verloren. Wenn die jetzt gleich rushen. Aber die kommen nicht nach. Ausbau abgeschlossen. Irgendwo auch schade, dass die das nicht machen. Weite, weite Welt. So, der Baum hat ihn schon noch nicht. Erleuchte meinen Weg. Nicht genügend Gold. Ja, Mann, die Satyren sind auch davor. Okay, da brauchen wir euch eine Weile, um das Ganze zu beschwören, ne? Achso. Es, mich anzusprechen. Ausmachen. Ja, ja. Sind Dämonen in der Nähe? Euer Gebäude ist fertig. Nicht genügend Leuchte meinen Weg. Ungeduldig. Ich auch.
Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ja, die Bären sind ja krass. Dann bauen wir noch die Dings hinter und dann dürfte das alles kein Problem sein. Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Da kommen sie. Sie besagten. Ich bin blind, nicht taub. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Zum Glück schicken die nur ein paar. Oh oh. Ja, für dich gleich, hau ab. Wir brauchen dich noch, wir müssen dich jetzt nicht ohne dich verlieren. Okay, kriegen wir eigentlich noch ein Level ab? Ja, sieht so aus. Das können wir noch steigern hier. Ah, wir haben die Droiden gerade unnötig verloren, weil die auch so teuer sind in der Anschaffung. Ja. Genug Handschuss gebastelt, würde ich sagen. Aus dem Baum brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Noch die Gläven vielleicht noch nachziehen. Aber das ist ja nur für die Dings gedacht, für die Bogenschützen und die Upgrades. Die haben leider keine Upgrades mehr. Kann man noch das basteln? Sehr gut. Ich bin blind, nicht taub. Da mit den Droiden, dann können wir los. Ich werde ungeduldig. Nochmal losrennen. Haha. Wir laufen mal hier oben lang. Wagt es, mich anzusprechen. Sind Dämonen in der Nähe? Da, Satyre, da sind sie. Das ist ein ganzer. Wow. Jetzt sind Trends zusammen. Och, Illidan, Junge. Ich bin nicht taub. Sind Dämonen in der Nähe? Das ist noch eine Mine. Brauchen wir so viele Minen heute? Oh, Clown ist Angriff 6. Perfekt. Ich werde ungeduldig. Das kannst du ruhig werden. Was sollen wir denn machen? Lass mal gucken, wo es hier lang geht. Wir erobern, erkunden mal das Ganze hier so ein bisschen. Auch. Oh, ein Dämonendiener. Mhm. Unsere Krieger greifen den Feind an. Nice, okay. Boah, vielleicht irgendwas zum Holz sammeln? Ich weiß gerade nicht. Nein, nein. Hier lang. Hier. Es, mich anzusprechen. Ihr wollt dahin, zu ihm. Sind Dämonen in der Nähe? Er läuft doch ganz woanders hin, der Typ. Ich wollte eigentlich den Baum noch haben und noch zwei Irwisch basteln. Sehr gut. Du hast nur Schaden genommen. Von was? Kommen die Verschwächer auf die... Ihr wagt es, mich anzusprechen. Da, Bogenschützen. Oh, nice. Bärform. Oh. Das ist hier daneben, das sieht man halt gar nicht, ne? Da ist auch nichts, das täuscht noch. Ach, in seiner Bärenform kann er nichts. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich bin nicht auf. Wie jetzt? Lass meine Dings in Ruhe. Oh. Nein, brauchen wir nicht. Nein, kein Upgrade. Der soll da raus und sich verteidigen gegen die Viecher. Schlag zu. Ja, mach Schaden. Ja. Ich will nicht taub. Mein Weg ist frei. Weite, weite Welt. Euer Mana ist erschöpft. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Sofort. Nein. Ich werde ungeduldig. Naja. Blöden Mistviecher. Dann machen wir hier nochmal. Bauen wir hier so ein paar Dinger davor. Man weiß ja immer nicht mehr, wo die kommen. Und dann dürfte eigentlich roh sein, weil wenn die da langlaufen, kriegen sie auch Schaden, also dann Schlag. Ah, leck mir doch am Arsch. Was wird denn das hier? Sind Dämonen in der Nähe?
Sofort. Euer Mana ist erschöpft. Ich werde ungeduldig. Kaum eine Herausforderung. Okay, hier waren jetzt noch irgendwelche Steinklöpse. Was haben wir hier? Nochmal so ein paar Steinklöpse. Oh. Was haben wir denn hier alles? Versteckt, schönes. Dann machen wir erstmal den Raw. Und verwandeln uns. Und auf geht's. Ich bin blind, nicht taub. Unser heiliger Heim wird dich reizt. Ach! Tyrannius ist ja gleich da. Und was denn jetzt schon wieder? Das ist doch blöd. Ist der unbesiegbar gerade? Euer Gebäude ist fertig. Krass. Der kriegt ja keinen Schaden, der Typ. Nein. Es ist der Imbertaker, raus hier. Ach, ich hab guckt, der kriegt gerade richtig Schaden. Nein, wer verstimmt denn da jetzt halt? Achso, nein, raus da. Das ist. Raus. Oha. Raus. Da lang. Da lang. Wie jetzt? Schweinepriester. Wir müssen da runter. Hopp. Scheiße, wir waren gerade beim großen Meister. Der hat uns gerade richtig vermöbelt. Shitty. Ich werde ungeduldig. Der hat uns gerade richtig vermöbelt. Was für ein Schwein. Wie konnte er es nur wagen? Nicht genügend Gold. Dann müssen wir hier. Euer Gebäude ist fertig. Oh. Das ist schön. Ja. Raus aus der Bärenform. Sind Dämonen in der Nähe? Kann er uns irgendwie gerade heilen? Nee, er hat überhaupt keinen Mana gerade. Schade. Ach komm schon. Ach Leute. Warum nerven die uns jetzt gerade so? Und dabei wollte ich ja gerade, dass wir uns. Meine Güte. So, ich hätte letztes Mal so eine große Klappe, dass normal so leicht ist, wa? Die Quest ist gerade ein bisschen. Oh, raus da. Oh, hier nimmt ja. Hallo? Mit Vergnügen. Mann. Forschung abgeschlossen. Können wir noch irgendwas basteln eigentlich an Gebäuden? Sag mal her. Ja. Ach so, das sind die anderen Ruinen, siehst du? Tada! Da müssen wir eigentlich theoretisch noch einen basteln, damit wir hier überhaupt nochmal Verteidigung aufziehen können, weil da war jetzt gerade richtig Action. Ich weiß. Wir wissen's. Ist das alles? Hier unten ist noch ein. Das Böse rückt näher. Sind Dämonen in der Nähe? Dann brechen wir mal ab hier das Ganze. Anzusprechen. Klar. Ich bin. Sind wir wieder alle geheilt? Okay, dann können wir weiterziehen. Euer Gebäude ist fertig. Das ist schön. So, dann hier nochmal so ein. Die Krallendruiden basteln. Ja, wir haben so viele Einheiten, die wir benutzen können. Ich bin echt überfordert. So viel. Was ist das? Heilige Tatze. Abgeschlossen. Was passiert denn hier? Nicht genügend Gold. Ich werde ungeduldig. Also ein Tyrannius können wir gar nicht platt machen, wie ich gerade gesehen habe. Das war jetzt unmöglich. Aber wir gehen mal hier die Spinnen wegjagen. Und da war doch irgendwas anderes, aber das haben wir ja platt gemacht, diese komischen. Ja. Scheiß Spinnen haben mir einfach mal echt viel Ärger gemacht. Ich
werde ungeduldig. Dann machen wir hier mal. Denken wir hier ab. Obwohl die Rolle der Bestie, ja. Man weiß ja nie. Oh, eine Riesenspinne. Und ein Shop. Schon wieder. Oha. Der geht nur in deinem Dings laufen hier. Kannst du nicht einfach angreifen? Geht das nicht? Nein. Ich hab gedacht, dass die das so hinbekommen. Alter, was geht denn hier ab? Auf da! Nein, wir sterben. Ich will keine von meinen Einheiten schreien hören, wie die draufgehen. Das ist ja okay. Das haben wir jetzt ganz schön gut geklärt hier. Zurück in die Bären, normalen Form. Scheiß für die Dings, ey. Was haben wir hier? Brauchen noch ein paar Bären, noch ein paar höheres Tierwesen sind immer am besten. Jetzt gehen wir jetzt mal hier rein und machen die einfach platt. Sehr gut. Ich bin blind, nicht taub. Sind Dämonen in der Nähe? Los, mach die platt. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich bin blind, nicht taub. Sind Dämonen in der Nähe? Ich bin blind, nicht taub. So, die erste Bastion platt gemacht, so halbwegs. Ich bin blind, nicht taub. Sind Dämonen daher? Ich werde ungeduldig. Klein Druiden, habt ihr schon Upgrade? Danach könnt ihr, glaube ich, kommen. Nice. Da unten ist noch einer. Verseuchte Bäume, schade. Super. So, schon mal einen nervigen Computer weniger. Der Stichschaden ist halt echt ätzend. Super. Und dann kommen auch jetzt hier auch gleich die nächsten Druiden an. Oh nein, kann doch nicht wahr sein, ey. Ich bin blind, nicht taub. Mühelos. Komm mal hier ran, den haben wir einfach platt gemacht. Wir müssen das hier nicht. Die Rache ist mein. Auf da. Niedliche. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Ist das alles? Schon abgeschlossen. So.
Mach mal. Ich werde ungeduldig. Kreinduin kommen, yay. So. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich komme. Mein Weg ist euer Mana. Ich werde ungeduldig. So, wo ist denn unser neuer Held? Unsere neue Einheit. Wo ist die? Ich sehe sie nicht. Ich bin blind. Das Böse. Da. Raus damit. Ah ja, die können ja dann in die Krähenform gehen, ne? Unser heiliger Hain wird in zwei Meer muten. Och. Alter, woher kommt denn der? Nicht taub. Helfen. Die Rache ist mein. Ihr wagt es, mich anzuschauen. Mana Burn. Für meine Brüder. Ich werde ungeduldig. Sind Dämonen. So, okay. Können wir dann nach oben gehen und den. Euer Gebäude ist fertig. Sehr gut. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass diese komischen Bäume nicht zuschlagen, wie ich gehofft habe. Ich glaube, das haben die erst bei Dings reingemacht, ne? Bei. Wie heißt sie? Bei. Na, ihr wisst schon, welchen Teil ich meine. Hier können wir nicht bauen. Wie hieß der Teil nochmal bei Frozen Throne? Ja, oh Gott. Ich bin blind, nicht taub. Ich will. So, jetzt können wir auch ungewollte Gegner einfach mal in die Luft wirbeln. Euer Befehl. Den Kreinroiden. Haben die noch irgendwas, das wir basteln können? Ne, das war's, ne? Nein, ne, okay, das brauchen wir nicht. Sehr schön. Ich komme. Ich werde. Okay. Dann heilen wir uns mal hier hoch. Wie jetzt? Ihr habt alle jetzt kein Mana mehr, um euch hoch zu heilen. 125. Doch einer ist dabei, der das kann. Sind Dämonen in der Nähe? Ja, gehen wir hier lang. Es mich anzusprechen. Gib mal die. Ich werde. Oh, wir laufen hier einmal im Kreis. Okay, dann laufen wir hier hoch. Dann läuft das Ganze doch ganz gut für uns. Ein guter Kaffee. Sind Dämonen in der Nähe? Vertreibt Kummer und Sorgen. Euer Gebäude ist fertig. Sind Dämonen in der Nähe? Sterbt. Na, das waren die hier platt und danach. Oh, wir werden gerade von hinten irgendwie. Euer Gebäude ist fertig. Sind Dämonen in der Nähe? Einfach. Ich werde ungeduldig. Die Rache ist mein. Für meine Brüder. Das ist Tatsache. Ey, mach doch mal was. Ja, endlich. Was soll denn der Scheiß? Mann, Mann, Mann. Nicht taub. Ich werde ungeduldig. Was? In der Bärenform wird ja mega. Irgendwie hat man eigentlich Bock, irgendwie so ein WoW wieder anzufangen und so einen Bärencharakter zu spielen. Oh Mann. Ja, die wissen schon, wie sie. Das war's schon? Das ist die Verteidigung und Tychonius ist so ein Motherfucker, der da einfach steht und man ihn nicht platt kriegt? Hallo? Spiel bestimmt nicht mit dir. So stark ist das Ganze hier bewacht, so lächerlich. Sind Dämonen in der Nähe? So, Uproar können wir gerade nicht machen. 100 kostet das. Gehen wir einfach zurück in die Bärenform und machen den Rest, der da vorne steht, platt. Du auch. All können sie nicht. Hier wird der Schädel des Gul'dan aufbewahrt. Diese kümmerlichen Dämonen werden nicht verhindern, dass ich ihn mir nehme. Es nicht anzusprechen. Lol. Mit seinem. Ich werde. Platt machen! Ihr wagt es, mich anzusprechen. Erleuchtet mich. Ich werde ungeduldig. Sehr gut. Schöne Bärenfront. Welche Rüstung haben die eigentlich? Plus 7, krass. Ich bin blind, nicht taub. Der Schädel gehört uns. Edgy Badge. Oh, jetzt komm, lass den nochmal da ran.
Alter. Das Böse rückt. Das ist ein pulsierendes Gebäude, sag das doch gleich. Dann machen wir das gleich mal glatt hier. Das Höllentor. Naja, man hätte auch denken, das Dämonentor meinen. Dann hätte man ja auch denken, oh, Level up. Ach, die Dämonenfigur kriegt er erst durch den Kopf von Guldan. I see. Kannst du heilen? Nein, ne? Könnt er gerade nicht. Ich werde ungeduldig. Ah, los, kommt schon, Leute. Geht das ein bisschen schneller hier? Sind Dämonen in der Nähe? Ihr wagt es, mich anzusprechen. Dann lass ihn nochmal bitte da ran. Tada! Jetzt werden die Dämonen wenigstens diesen Wald nicht mehr mit ihrer Verderbnis überziehen. Aber wenn ich den Schädel vernichte und seine Macht für mich beanspruche, werde ich stärker als jeder von Archimons Offizieren. Ja, diese Macht muss mir gehören. Jetzt bin ich vollkommen. Machtbesessenen Elfen. Nein, Spaß, nicht nur die Elfen, aber Macht ist halt ein böser Botschafter, ne? Guck mal ganz kurz. Cool. Habe ich wieder das angemacht? Das ist alles an. Okay. Ich habe halt nur einen Bildschirm, deswegen kann ich das nicht mal überprüfen. Müssten wir einen zweiten holen. Aber ich habe ja. Das nächste, was ich also vorhabe, ist am Ende des Jahres nach Kanada auszuwandern und. Oha, was ist denn hier los? Weg da! Nach Kanada auszuwandern, dann muss ich ja jedes Geld sparen, auch ein bisschen. Für ein Jahr werde ich dann weg sein und Kanada genießen. Was ist denn hier los? Bärenform, sonst verreckt ihr. Ja. Der kann nicht. Der ist so krass. Ultimate Illidan. Ich werde ungeduldig. Auf jeden Fall zurück zur Thematik. Ja, ich will auf jeden Fall nach Kanada auswandern für ein Jahr. Also ich mal Work and Travel auswandern, das ist immer so ein gutes Wort dafür, ne? Und ich werde mal gucken, dass ich vielleicht auch so das Land ein bisschen präsentiere bei meinem Kanal. Videoaufnahmen mache ich. Und so muss ich mir noch ein Mikrofon kaufen. Ich werde ungeduldig. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Back to the form, please. Halten wir euch durch hier. Natürlich. Wir haben jetzt den großen Big Boss da oben. Ungeduldig. Nice, so. Wohin läuft er denn? Hier ist doch denn. Ich bin blind. Wohin läuft ihr denn alle? Hier ist euer Boss, euer Big Babu. So. Was? Stufe 10 gleich? Krass. Hab ich irgendwas verpasst? Stufe 10 Illidan. Ja, ja, wir warten noch, bis noch die beiden rauskommen und dann. Die Minus hier bald erschöpfen, ne? Dann können wir eigentlich hochgehen. Woran rennst du denn? Ich bin blind, nicht taub. Zwei Krallenruinen reichen, um einfach die ganzen Mobs hochzuwirbeln. Machen wir die Feenaura aus und stellen das mal auf Dings. Da, 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 da. Hier ist noch einer. Ihr wagt es, einen noch. Anzusprechen. Einer reicht noch, dann können wir hochgehen. Wenn ich dann auf Stufe 10 ist einfach übertrieben. Wir bereiten uns dann auch gleich vor. Stellen uns erstmal hier vorne hin. Wo ist er denn? Hier war das. Oh. Ich werde ungeduldig. Oh Mann, ey. Kannst du heilen? Heilen. Alle tot? Nein, das war noch eine zweite, aber was ist dann noch? So, der Baum kann sich mal entwurzeln. Und lauf mal hier in die Richtung. Hier müsstest du deine Ruhe haben. Dürfte keiner hinkommen wollen. Beweg dich. Hat noch Zeit. Wir brauchen sie unbedingt. Nur für den Fall der Fälle. Okay. Super Schaden gerade gekriegt von den Zacken. Ich werde ungeduldig. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Dein Weg ist frei. Gehen wir mal hier hin. Und dann
Ist hier eigentlich noch was rechts? Mein Weg ist frei. Anodora. Natürlich. Die weite, weite Welt. Ich werde ungeduldig. Alles, gehen wir mal da rein und machen den Idioten platt. Da oben ist der Big Boss. Da kommt schon die nächste Welle. Drauf geschissen. Wir wollen den da haben. Ihr seid hier. Mal sehen, wie es mit einem eurer Art als Gegner um eure Selbstgefälligkeit bestellt ist, Schreckenslord. Der ist so krass. Mach den Platt los. Oh, wir haben Tichonius platt gemacht. Wie geil. Elender Dämon, was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ich bin es, Furion. Das ist aus mir geworden. Nein, Illidan, wie konntet ihr? Der Anführer der Untoten wurde vernichtet. Und die Wälder werden mit der Zeit genesen. Um den Preis eurer Seele? Ihr seid nicht mein Bruder. Hinfort von diesem Ort und setzt nie wieder einen Fuß auf unser Land. So sei es, Bruder. Das ist wohl eine generelle Abneigung von seinem Bruder, ha? Naja, er wollte eigentlich nur was Gutes tun, indem er seine Seele verkauft hat, um den Wald zu retten, ne? Das war so sein Gedankengang, aber... Ja, wie die Schlauen immer so sind, die kann man es nie recht machen, ne? Die kann man es immer nicht so recht machen. Ja, jetzt haben wir den Schädel von Gul'dan, der ist jetzt bei Illidan und Illidan ist dadurch viel mächtiger geworden, also auch zu einem Dämon und konnte damit auch einfach ganz leicht Tichonirios platt machen. Der war eh in Dorn im Auge von Arthas und Olle, dem Lich King und ja, damit haben wir ihn jetzt beseitigt und mal gucken, wie es jetzt dann weitergeht. Wir sind ja auch, glaube ich, fast schon kurz vorm Ende. Ja, war auf jeden Fall eine coole Folge, hat auch Spaß gemacht. War auch manchmal ein bisschen anstrengend, wie die da immer angekommen sind mit den Massen. Die haben recht viel Schaden gemacht diesmal, aber gut, auf schwer. Ich weiß gar nicht, ob das dann echt lustig geworden wäre. Ich glaube auch eher zum Verzweifeln. Ich weiß, ich habe das Thema irgendwie immer auf dem Schirm. Naja, egal. Kurze Rede, langer Unsinn. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugeschaut hast und hinterlass mir noch ein Abo, einen Kommentar, ein Feedback, ein Like, was auch immer. Würde mich freuen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und bis bald, dein Bärenkroate. Mach's gut. Tschüss.